Hey Freunde Sonne und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Trainer Go. Wir haben ja gestern gestern haben wir mega Schnuller gemacht, so rum. Und heute werden wir mal Schlinking ein bisschen anheben auf ein gewisses Niveau. Zorak tut sich langsam, aber sicher. Können wir die zweite Fähigkeit probieren. Komm, was wollte man eigentlich? Am liebsten hätte ich natürlich gern hier Freundesschutz 3. Aber ich würde auch Sperrpanzer nehmen. Also wünsche ich mir Glück. Ich sag jetzt einfach mal nichts dazu, ne? Dass man überhaupt A bekommen kann bei... Es tut manchmal weh. Es tut manchmal einfach nur weh. Vielleicht morgen dann. So, das holen wir hier alles fleißig ab. Und... Schlinking wollten wir anheben. Wir haben ja aktuell, lasst mich lügen. Na komm, do it. Gleich kommst du. 1, 2, 3, 4, 5, 6.000, 6.700. 33 Karten war das. Und da können wir ein paar Karten mal für Schlinking investieren, weil das einfach mal aktuell noch 0 Durchbrüche hat. Und dann mit den restlichen Durchbruchskarten, weil ich habe ja aktuell meine 3 Teams. Hooper hat schon. Okay. Xerneas hat schon. Zorak hat auch schon. Dann ist 2 Team hier mit Girantina, Machetto und Lunala hat auch schon. Klar, hier fehlt noch die zweite Fähigkeit, aber fliegt eh bald raus, von daher. Nö! Und 3 Team mit Zack, Zack, Zack hat auch schon, alle außer Schlinking. Deswegen müssen wir Schlinking jetzt mal ein bisschen nachziehen. Von daher hauen wir erstmal alles auf 99. Damit Schlinking auch richtig bockt. So. Verteidigung ist immer ganz wichtig. Das dürfte nie außer Acht lassen, besonders nicht bei so Pokémon wie Schlinking. Jetzt machen wir erstmal KP. Angriff ist ja nicht so wichtig, das lassen wir auch weg. Es werden für mich verschwendete Durchbruchskarten. Und jetzt noch ein bisschen Verteidigung, weil es gibt auch das ein oder andere Monster, das mit Angriff arbeitet und da wollen wir natürlich auch gegen geschützt sein oder geschützter sein. 100% Schutz gibt es nicht, aber es gibt auch einen stärkeren Schutz. Damit hat es gut an Kraft zugelegt, es passt erstmal. Und wie viele Durchbruchskarten haben wir noch übrig? So, just for fun. Sunrise! Wir haben noch, oh, wo ist es denn? 1, 2, 3, 4, 5000. 378. Und da könnt ihr entscheiden, das mache ich heute nicht, wo es drauf soll. Ich würde ja sagen, Hooper hat zwar schon alles auf 150, aber geht natürlich noch mehr, ne? Keine Frage. Wir könnten aber auch Machete ein bisschen anheben. Auch hier alles auf 150 machen oder halt Xerneas auf 150 und Zoraku auf 150. Das bleibt euch überlassen. So. Jo. That's it. Mal, was wir noch so machen können. Sunrise. Events gibt es nichts Neues. Ich finde hier Ode an die Freude geil. Es gibt einen Zubat. Sage ich mal nichts dazu. Großgeschenke gibt es immer noch denselben Stuff. Und Change Fun, naja. Ne? Und Goldfisch gibt's. Dafür ist der Aufladung heute richtig kacke. Oh, weil mein Nox ständig abstürzt, wird hier mir wieder alles angezeigt. Verbrauch, Das Bett ist zwar immer ganz nett, aber naja. Also Tagesaufladung heute ist auch. Die Kronen an sich, ja, wären ziemlich cool, aber nicht unbedingt notwendig. Ist immer schön zu haben, statt nicht zu haben. Sagt eine alte Weisheit von der julianischen Bibel. Welche bald rauskommen wird. Nämlich genau nie. So, jetzt holen wir erstmal noch ein paar Zuchtkarten. Fehlt es unser E hinten und vorne. Dann tun wir noch mal ein paar Äpfel. Weil Überreste hätte ich schon irgendwann gern Twister. Ah, oh, Nestjagd. Ist schön, aber auch irgendwo nervig. Tickets muss ich echt mal irgendwann raushauen. Äpfel!
Machen wir noch den Estjagd und dann gucken wir mal, was es für Tickets heute gibt. Oder für anderen seltenen Stuff. Antike Ruine habe ich schon gemacht, da gab es heute nicht so viel. Naja. Ist aktuell wieder sehr festgefahren, das Spiel für mich. Weil man einfach nur stumpf farmen und sparen kann. Die Diamanten würde ich gerne raushauen für das Hauptquartier. Doch ich denke, sobald ich es rausgehauen habe, kommt ein geiles Event. Und da verbrauche ich es auch nicht so, wo ich zuvor sage, ja geil, da haue ich es raus, mega nice, es gibt nur geilen Stuff. Das ist leider Bullshit. Gucken wir vorher nochmal antike Ruine rein. Ja. Nichts Außergewöhnliches. So, Sneeble gab es halt als Pokémon des Monats. Das werde ich auch entwickeln, dann Schreddern. Ich habe irgendwie so ein Faible für Schreddern, auch bei Pokémon Go. Eigentlich das, was mir am meisten Spaß macht, ist Schreddern. Das ist schon irgendwo krank. Aber auch irgendwie nice. 31er Ticket haben wir heute, Schlucht. Ist ja erstmal gut. Aber ich erwarte, oder ich suche immer noch ein schwarzes Ticket. Mal gucken, wann ich mal wieder eins erhaschen darf. Ich hoffe in naher Zukunft, damit ich mal weiter pushen kann. Bin ich gespannt, ob man heute andere Fragmente für das Ultra-Hole bekommen. Ihr wisst schon, was ich meine, hier für die ganzen Bubbles. Trifft der Ultimate nicht eigentlich auch fliegende Ziele? Das ist ein komisches Spiel. Hupa, Schlag zu. Das sind halt echt entspannte Instanzen hier. Aber es könnten wieder 4 Stück sein, ne? Ja, es gibt wieder andere Bubbles. Jawollo. Geil. Kann man ja bald irgendwie eine neue Bubble machen. Fürs 2-Team. Das wird cool. Jetzt sind wir schon auf Wasser. Also wir befinden uns nicht auf Wasser, sondern wir kämpfen jetzt gegen Wasser-Pokémon. Ich meine, mit Hupa ist es generell relativ entspannt. Gerade weil er ein relativ breites Portfolio an Attacken hat, natürlich Unlicht, ist stark dominierend, hat aber auch Psycho und Geist und kann damit eigentlich gegen jeden Typ irgendwie Schaden ausrichten. Und der ist ja nice, nicht gerade wenig. Also Hooper ist generell eine gute Investition, allerdings auch sauteuer und dafür kann man 3 gute Teams aufbauen. Muss man immer wissen, weil die Frage auch immer kommt, hey, soll ich mir das oder das ins Team holen? Was ihr euch ins Team holt, das bestimmt erstens nicht ich, weil ich spiele auch einen Account nicht. Es wäre langweilig, wenn wir alle das gleiche Team haben. Ich empfehle immer, spielt das, worauf ihr Bock habt. Weil ihr werdet das Spiel eh nicht unendlich lang spielen. Es wird immer Leute geben, die besser sind als ihr. Nicht nur wegen den Teams, auch weil sie einfach mehr investieren. Und von daher spielt einfach das, wo ihr wirklich drauf Bock habt. Und wenn ihr auf ein Gengar-Team Bock habt, was echt scheiße ist, aber wenn ihr es als Drip-Team spielt und ihr habt mega Bock drauf, macht das einfach. Ihr müsst Spaß am Spiel haben. Was aktuell wieder schwieriger geworden ist. Aber ihr müsst das Beste für euch rausholen. Und das Beste ist nicht für jeden das Stärkste. Gerade für Free-to-Play-Spieler. Da wird für die meisten überhaupt ein Arceus-Team gerade so drin sein. Was ja vollkommen okay ist. Aber da einfach das Spiel genießen, soweit es geht. Und wer nichts investiert, ne, der kann dann einfach problemlos sagen, ja, ich habe jetzt Zeit investiert, aber ich habe ein bisschen Spaß und das war absolut Wurf und jetzt nächstes Spiel. Oder echte Leben. Aber das wäre verrückt. Sind wir mal ehrlich. Do it. Ah, jetzt gibt's wieder die Malen. Doof. Level 31 fertig gemacht. Yay. Brauchen wir nicht. Und ist okay. Psycho und Fee als Kombination ist halt nett. Wie viel haben wir denn eigentlich schon? Ja, wir hatten hier noch ein Mehrticket. Also die Bubble ist also wahrscheinlich Schlucht. Da können wir die 13 machen. Dann machen wir mal die 13. Jo. Also das haben wir schon relativ gut gefüllte Schlucht. Machen wir so.
und sollten eigentlich durchkommen. Hoffen wir's. Das ist immer das Wichtigste. Die Hoffnung. Mach gut. Und kein Ultimate Schade. Aber jetzt. Mach gut. Mach noch mehr gut. Nice. Graf Kamm ist komplett am Eskalieren. Der macht hier ein kleines Entwicklungsfest im Hintergrund. Also wir sehen ja mal, wie viele Etappen hier es gibt. 100 Lichtjahre ist eine Etappe. Vor uns waren es 400 Lichtjahre, das sind 4 Etappen. Ich habe ein bisschen Schnupfen. Kommt vom Kokain. Also ist das hier quasi die letzte Instanz. Für Level 13, gut, da waren es immer 2, aber man muss ja so ein bisschen, was man so mitbekommen hat, ein bisschen mitteilen. Und das macht man am besten, indem man drüber redet. Oder drüber schreibt. Käfer, Geist und Nichtschaden bei einem Pokémon. Das ist Main und Main. Ach, bei allen Psycho-Pokémon. Ne. Und das hat man, glaube ich, noch nicht gemacht, ne? Hier gibt es neue. Ja. Ich will die blaue Bubble haben. Also kann man dann irgendwann so lange farmen, bis man die blaue Bubble hat. Kann man sich dann aussuchen, was man farmen möchte. Ist auch cool. Hier war gerade Ziergarde 100%. Steventeros, da habe ich wenig Respekt vor. Wenn Autokampf clever gewesen wäre, hätte er jetzt einfach Psycho gemacht. Und wahrscheinlich Panferno und Machete wären gestorben. Und so geht's auch. Das habe ich mir gedacht. Das könnte sogar echt wehtun, hätten die Ultimate abgehabt. Jetzt mach Putt. Es gibt Grenzen. Uncool. Ich hoffe jetzt einfach mal auf die beiden, dass man Hooper danach wieder beleben kann. Sehr schön. Schön buffen, jawohl. Ich meine, die zwei dürften das auch hinbekommen. Aber ich bin auch gerade ein bisschen erstaunt gewesen, dass Super so aufs Maul bekommen hat. Klar. Sort of Justice Pokémon, aber. Ist jetzt aber auch interessant zu sehen, ob wir Hooper wiederbeleben können in der nächsten Instanz. Oder irgendwie, ob es wieder da ist oder ob es jetzt ganz raus ist. Ist wieder da. Perfekt. Als wäre nichts gewesen. So wünsche ich mir das. Und da war der Schnupfen kurz wieder da. Das ist richtig Arschloss. Die Kombination kann richtig in die Fresse hauen. Seht ihr, was ich meine? Und ich habe keinen Heilort mit. Und dreimal Schlinking. Wahrscheinlich. Es wird tatsächlich schwieriger. Gut, hier sind es auch die Typen gewesen. Aber wenn wir es einmal geschafft haben, sind wir ja zufrieden. Fee ist auch gefährlich, sind schon eklige Typen hier. In diesem Loch. Aber solange wir es schaffen, ist alles gut. Seht ihr? Gibt es wieder 7 Stück. Und jetzt ist es wieder einfacher. Zumindest von Pokémon, die ich gesehen habe. Da kann gefährlich sein, wenn das super mega Arsch gepusht ist. Aber so, nö. One-Shot. Nee, stark. Hätte ich jetzt gedacht, ist One-Shot. Na gut, reden wir nicht drüber. Gibt es wieder 7 normale. Dazu braucht man mal wieder Golden, um weiter zu pushen. Sind wir wieder beim Ursprungsproblem. Letzte Instanz, dann seid ihr am Schluss. Be happy, Boys and Girls.
Diverse gibt's bei mir nicht. Nur Mann und Weib. Ich grins gerade für die Leute, die es interessiert. Das ist Genugtuung für mich, solche Menschen auszugrenzen. Von dem Pokémon weiß ich auch noch nicht, was ich halten soll. Kann absolut scheiße sein, kann aber auch gar nicht so schlecht sein. Müsste man halt mal die Mut haben und sich trauen, das zu pushen. Aber ich will es nicht spielen. Ich habe keinen Bock auf ein Gift-Team. Geschafft. Fuck yeah. Was bekommen wir hier? Beseitigt alle Statusprobleme. Na, geht doch. Darauf haben wir schon ewig gewartet. So, jetzt gucken wir trotzdem nochmal kurz, wie weit unser Ding schon ist. Haben der auch irgendwas vertauscht? Ne, wir haben noch gar nichts dafür. Hä? Muss ich das gerade verstehen? Oder ist es hier einfach... Ich freue mich hier über Dinger, die es gar nicht gibt und... Oh Mann. Oh Mann, was ist denn das hier? Können erstmal ein bisschen was aufleveln. Das machen wir auch gleich mal. Komm, wir haben den ganzen Tag Zeit. Wie lange geht denn das noch? Da ist Schluss. Immerhin. Ich wette, wenn wir das abnehmen. Wir haben ja einen Dreier, das ist gar nicht so schlecht. Füllt KP auf. Nehmen das mal ab. Nehmen wir mal weg. Auf jeden Fall hätte ich gern das. Nehmen wir das hier mit rein. Wollte das zwar hier haben, aber ist okay. Machen wir das so. Was können wir jetzt aufleveln? Hab ich das vergessen? Ist auch egal. Also bin ich heute nochmal enttäuscht worden, weil ich dachte, wir bekommen hier eine neue Bubble. Dann halt nicht. Dennoch vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschö. Mitte. It's okay to sit with shit hurts. Don't forget your dreams, 'cause they'll get you through.